So, ich hoffe erstmal, dass ich nicht sterbe. Ich habe nämlich 9 Eisen dabei. Hilfe. Oh, Creeper! Ich hab ein Herz! Ich gehe wieder weg. Nein, nein! Warum? Ja, direkt beim Pilzbiom. Ziemlich ja, nah ich am bin dabei. Warum denn immer da? Ist noch Hi. Nicht mal Tag. Da drüben sind die alle. Yeah, komm. Bam. So kaum will ich bist das. Du wieder da. Lol. Wieder steht, lächerlich irgendwie. Der stand da so schön. Da sind meine Eisensachen bei dem Skelett da hinten. Okay, die scheint so, als hätten die... Ach Mann, Alter. Als hätten die da auch sich ein Bett hingemacht. Ja. Kopieren uns eindeutig. Geht gar nicht, ey. Nee, es haben die zugebaut. Ich will die aber noch abschießen. Toll, mein Eisenschwert ist jetzt auch weg. Ich hab dein Eisenschwert. Ach, dann ist gut. Ich bin gerade in der Festung oder in der ersten Base. Ja, kannst du kurz zurückkommen, mir helfen, dabei den Eisenblock, den Diablock zu holen? Ich hab ein halbes Herz. Ja, okay, dann anscheinend nicht. Ich kann aber gleich einmal schnell den Zombie gleich. Nein, wissen. Hilfe! Oh, dieser scheiß Zombie, ey, der hätte mich fast runtergehauen. Oh, weg hier. Boah, Tag, ich will Tag. Komm, er steht so schön. Ich könnte jetzt treffen. Das Eisenschwert echt gut gebrauchen. Okay, ich komme mal zu dir zurück und gib's dir dann. Und dann kannst du einfach helfen, hier. Okay. Den Diablock zu holen. Das ist schön, komm einfach nach unten. Das ist schön, dass die ein Bett gebaut haben. Dann sind wir wieder hier, beide, und können uns wieder gegenseitig mit den Bogen super, Bögen der Gast ist jetzt auf der anderen Seite der Map. Wow. Hey, das ist jetzt. Ich hab deine Sachen fliegen sehen. Ja, die sind am ganz Anfang, wenn man den runterkommt, den Turm da oder diese kleine Höhle. Okay, ist ich wieder das Eisenschwert ist dabei. Ja, sollte eigentlich. Ja, ist dabei. Ja, da ist ja nirgendwo Lava gewesen, weshalb ich es verlieren hätte können. Ja, aber einige Sachen sind so weit weggeflogen, dass sie halt runtergehauen wurden. Oh, ich liebe das. Ich wäre so gern mit denen in einem TS und hören, wie die sich, um zu hören, wie die sich auf. So könnte das die ganze Zeit gehen. Okay, aber ich bring jetzt erstmal. Ich hab einen Diablock. Yay, 9 Dias. So, ich hoffe erstmal, dass ich nicht sterbe. Ich hab nämlich 9 Eisen dabei. Hilfe. Oh, Creeper! Ich hab ein Herz! Ich geh wieder weg. Nein, nein! Warum? Oh. Du bist, weißt du, wo du gestorben bist? Weil dann komme ich da eben mit. Ja, direkt beim Pilzbiom. Ziemlich ja, nah. Ja, ich bin da dabei. Warum denn immer da? Okay, ich habe das Eisen ja, wieder. Ja, ich habe 17 Kohle. Weil jeder dieses Pilzbiom liebt. Scheiß Skelett. So, was konnte ich denn retten? Nein, mein Bogen. Mein geliebter Bogen. Okay, ich habe eine Fackel. Yay. Ich denke, ich stelle den Ofen. Nein, es ist kein Ofen mehr da. Ich stelle das Zeug hier wieder hin. Ich denke, das ist nicht gut, wenn ich das dabei habe. Ich muss unbedingt wieder an mein Schwert kommen und an meinen Bogen. Das zwar jetzt deinen nicht. Bogen habe ich. Ja? Okay, das ist gut. Hast du super, Bogen mit Halbwert 1. Läuft. Läuft bei dir. Läuft für meinen Bogen. Wir Alter, kommen diese Scheißversorgung. Kommen die ganzen verdammten Pots auch noch runter? Die haben einfach schon eine Eisenrüstung. Haben die? Ich versuche jetzt in der Lava zu schießen. Mensch, wenn ich doch jetzt meinen Bogen. Ach, hier ist doch ein Bogen. Ich bin so dumm, Alter. Ich stehe direkt neben der Kiste mit dem Bogen und ich reg mich darüber auf, dass ich keinen Bogen habe. Oh. Finde den Fehler. Oh, ich höre wieder einen Gast.
Und ich sehe Creeper! Da unterm Pilzbiom, wenn man sich in die Erde buddelt, da ist auch noch ein Diablock. Der ist so leicht zu bekommen. Na, außer halt, dass es im Pilzbiom ist, ne? Aber, Komm ich da ran, weil dann hole ich. Du musst dich an einer Stelle gerade nach unten buddeln. Man sieht drüben, wo der ist. Also bei den anderen. Oh, das ist eine schöne Position zum Snipern hier. Die haben sich zwar einen Gang gebaut, aber den kann ich von hier aus trotzdem noch erwischen. Kannst du mir vielleicht meinen Stärke 1 Bogen wiederbringen? Der ist in Flammen aufgegangen. Ach nee, oder? Ach ja. Super. Nicht meine Schuld. Nein. Ist ja auch gar nicht so, dass du den hattest, ne? Nein, aber... ist nicht deine Schuld. Unsere Produktivität heute, ja. Die geht steil. Bergab. Wahre Worte. Oh. Hier, ich geb dir den Bogen. Danke. Wetten, da ist jetzt Haltbarkeit drauf. Tja, ja, schon gut, wa? Ey, Haltbarkeit 1, ja. Komm, bitte, nicht so unfair. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, das Zeug rüber zu bringen, oder? Ja. Dass wir drüben unser Bett haben. Alles bei dem. Hä, bin ich dumm? Wo ist der Eingang? Ich baue mich jetzt so hier an der Seite lang, damit ich den Diablock bekomme. Hä, wo ist der Eingang in die Höhle von uns? Ach, ich da will... unten. Ach, ich bin so dumm. Habt ihr euch schon mal diese Eishöhle angeguckt? Ich will gar nicht sagen, wie ich finde, was das da aussieht, eher. Die Eishöhle? Ja, das sieht aus, als wenn da zu Hoden baumeln würden. Das muss ich mir doch gleich mal angucken. Das ist so krank, ey. Irgendwie müssen wir auch an Essen kommen. Ich habe überhaupt nichts mehr, außer eine gebratene Kartoffel. Ja, die Melonenfarm da unten, die müssen wir eventuell irgendwie nach oben holen. Ja, wo ist die denn? Na, unten in der Hölle da, in diesem einen Gebäude, mit der Doppeltür. Okay. Ja, drüben war ja auch eine Kartoffelfarm, direkt am Anfang. Ich bin gleich am Diablock. Wollen wir nur hoffen, dass dich jetzt keiner abschießt? Nee, ich stehe so, dass sie mich gar nicht abschießen können. Okay, denn da drüben ist einer von denen. Und ein Diablock. Dann haben wir jetzt schon 18 Dias, ne? Ja. Das ist gut. War sehr gut. Sehr, sehr geil. Und rennen, und rennen, und rennen! So, den ersten Ofen mit Eisen habe ich schon mal rübergebracht. Ich könnte wetten im... Die schießen auf mich. Ich könnte wetten... Yes, ich bin über die Blazes weggekommen. Yay. Echt jetzt? Geil. Ja. Aber ich könnte wetten in diesem Blaze 64 Haus. Fackeln, warte mal, die splitte ich hier einfach mal total ab. Wie kann man nochmal das TNT entzünden? Mit da, einem Flammenbogen. Ich baue jetzt mal unsere kleine Base hier so aus, damit hier kein Mob reinkommen sollte. Wir sind doch eh gerade am Umziehen, oder? Drüber, durchs Bild. Ja, aber trotzdem, ich bin noch da. Also ich habe den Ofen... Den Ofen mit Eisen habe ich ja schon rübergebracht. Au, au. Wo ist denn da eine Base? Also ihr meint jetzt ein Pilzbiom oder was? Ja, dann durch diesen Gang, den der Max gebaut hat, musst du durchgehen und dann ist hinten so eine Aushöhlung und da steht ja schon ein Ofen drin. Yay. Und da wollen wir halt jetzt... Ist es halt sinnvoll, da jetzt die ganzen Sachen aus der anderen Base rüberzubringen. Also ich glaube, wir sollten jetzt erstmal glücklich sein, wenn ich jetzt zu euch rüberkomme. Na, hier oben ist ja auch noch ein Diamantblock. Fällt mir jetzt das auf. Okay, wir haben jetzt noch einen Diamantblock. Hä, wo ist der? Der war hier oben im Dschungel, auf diesem Turm, unter einer Truhe. Der fiel mir jetzt erst auf. Okay. Also ich habe jetzt gerade 2 Eisenschwerter, 120 Fackeln um den Dreh. Wenn du jetzt stirbst, bring ich dich um. Wie ich das anhört, Alter. Okay, ich kann eigentlich gar nichts machen. Ich habe ein halbes Herz und kein bisschen Hunger mehr. Ich komme nie wieder hier weg. Soll ich dich retten?
Ich würde gerne hier eine Kiste haben, wo ich meine Sachen reinbringen könnte. Da ist ein Gast. Direkt so, bei uns. Wo ist jetzt dieser Gang? Ja. Warte, ich komm boah, kurz an Anfang. Das leckt bei mir. Siehst du meinen Namen? Ich sehe ein Skelett gerade vor mir, was mich abschießt. Das ist direkt an dem Haus da, an dem Holzhaus in dem... So weit muss ich? Ja, ist leider so, aber... Ich tue jetzt mal meine wichtigsten Sachen hier rein. In die Kiste. Hier, kommst du? Ja, das sollte erlaubt sein, wenn ich mich nicht irre. Halbes Jahr! Soll ich die Sachen ja, einfach auch. Hier hinten in der Base lassen, die richtig wichtigen? So die beiden Eisenschwerter, weil ich begebe mich jetzt einmal auf eine Fahrt in den Tod. Ich gehe jetzt mal einmal ins Eisgebiet rein. Okay. Viel Spaß. Ja, ich tue mein Bestes, um nicht zu sterben, aber... Ja, dann tu die wichtigsten Sachen in die Kiste und... Ja, die beiden Eisenschwerter habe ich jetzt reingepackt und die beiden Fackeln. Ich habe jetzt mal in den Ofen hier hinten 17 Kohle reingepackt. Okay. Dann und rennen. Gehe ich jetzt einmal sterben. Ich habe nämlich ein halbes Herz und kein Hunger mehr. Ja, ich auch. Auf mich. Die haben einfach schon die Rüstung. Ja, könnten wir uns auch machen, aber. Bis sie in die Lava fallen und dann ist das Geschrei groß. Sag ich euch. Da will ich dabei sein, unbedingt. Wobei die. Was? Oh, komm. Leck mich. He died for his legs, ohne Witz. Haben wir noch irgendwo ein Bett oder so, was ich mitnehmen kann? Oh, ich hab so krasse Legs, ey. Ich weiß nicht. Also, ich hab jetzt erstmal Holz für zwei Kisten mitgenommen, dass wir drüben wenigstens Kisten haben. Dass wir, wenn wir drüben sind, dass wir dann die wichtigsten Sachen schon mal da rein tun können. Tadam! Aber ein Der Bett. Dom ist tot. Es kann sein, dass am Anfang am Spawn noch ein Bett ist. Nee, das habe ich schon mal irgendwann mitgenommen. Lukas, hast du das? Was? Ein Bett? Lass dir einfach das Bett nehmen, was wir gerade benutzen. Ja, aber dann müssen wir versterben wir dann auf dem Weg und dann. Ja, wir müssen ja einfach okay, ich gucke eben, ob wir hinten eins haben. Wir müssten wir eigentlich noch. Also ich bin wieder, also ihr könnt jetzt langsam schon rüberkommen, das ist nicht unmöglich. Ja, ich bin ja gerade drüben und hab ich höre, glaube ich, gerade zigtausend Ghosts. Ja, ich weiß, bei uns da ist gerade die komplette, alles voll. Hast du eine Spitzhacke gerade? Hier? Max? Nee, ich habe gar nichts in dieser Art, ja. Ne? Oh nein, es wird dunkel. Ich habe jetzt die ganzen Sachen geholt. Soll ich probieren, mit dem Bett rüberzukommen? Ich hab Betten bei. Okay, kannst du mir sonst... Bist du gleich bei uns in der kleinen Base? Ja. Ich bin jetzt überquere ich die Brücke zum zu der kleinen Burg. Okay. Jetzt bin ich an der Lava. Oh nee, jetzt hat er gerade einen Block hingetan. Ich hätte ihn so schön abschießen können. Obwohl ich Übelkeit habe. Achtung, nein! Nein, warum? Okay, Skelett ist weg. Einmal schnell im Bett, dann probiere ich mal spartamäßig rüber zu rasen. Das erste Mal, dass ich erschossen wurde, ey. Mir ein Bett. Hier. So, ich brauche noch mal. Ich brauche noch mal zwei Holz. Los geht's! Ich kann nicht mehr rennen. Und also ist ein Creeper. Ja. Ah, das ist doch nicht. Das ist doch nicht unmöglich. So. Ja, solange noch nicht so viele Leute. Danke. Da liegt ein Eisenschwert. Von wem ist das? Ist das von dir? Ich hab das ja. Liegen ganz viele Sachen. Na, ich will nicht sterben. Ich hab hier gerade 5 Skelette bei uns in dem Weg getötet. Ich hab ein halbes Herz, ich bin auf dem Weg. Achtung, passt auf. Okay, so. Ihr müsst jetzt sprinten. Warte mal, erstmal hier im Bett reinpacken. Ein halbes Herz, Alter. So. Okay, gibt das nächste Bett? So.
Jetzt gehen wir hier rüber. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Weg, aber wenn wir den geschafft haben, dann... So, alles ich super. Muss auch gleich noch pennen. Ich mach noch schnell die Kiste hier. So. Ich kann nicht schlafen, das sind scheiß Monster in der Nähe, Alter. Das ist Skelett! Ich werde sterben. Ich bin tot. Ich hab noch nicht geschlafen! Nein, ich schon. Was da alles reinkommt. Ich hab's geschafft. Ich hab jetzt oben bei diesem Safe Spot das eine Bett gestellt schon mal. Also bei dem, wo die anderen noch nicht waren. Was für ein Safe Spot? Mein Bett. Das gilt als bei mir als Safe Spot. Aber oh, ich kann, so. Zwei Creeper. Ist hier. Für den Safe Spot. Sehr safe mit den ganzen Monstern. Hilfe! Nee, ich hab ja jetzt schon ein anderes Bett als ihr. Ah. Ja, wo? Über den Blazes. Oh, du bist noch lebensmüde, wa? Naja, ne? No risk, no fun. Da kommt ein Skelett. Hilfe! Ja, warte, ich hab ein Eisenschwert. Tot. Du oder das Skelett? Ich nicht. Gut, ich mach dir mal eine Tür hin. Hm? Ach, da war eine Fackel. Gott, wer sich diese bescheuerte Map erlegt, ey. Ich bin schon wieder vergiftet. Ein Zombie. Wie bist du nach da oben gekommen? Wo, nach da oben? Na, zu den Blazes da nach oben. Ich bin nicht mehr bei den Blazes. Wenn man weitergeht, unter den Blazes habe ich eine kleine Brücke gebaut. Ja, okay, da kann man jetzt nicht lang gehen, weil da überall Blazes stehen. Ja, ich weiß. Na gut, du hast eine Tür gebaut. Jo. Auf der anderen Seite kommen hier auch Monster rein. Warte, ich setz hier. Hä, ist es gerade Tag geworden? Warum habe ich Nachtsicht bekommen? Das liegt an den Tränken. Ja. Okay. Müssen wir jetzt schreiben, bitte alle schlafen gehen. So, auf der anderen Seite, wo setze ich da am besten die Tür hin? Oh, da liegen Fackeln. Oh, das sind meine. Hast du eine Spitzhacke? Nein, ich habe aber Fäuste. Die zerschlagen Stein. Ich renne jetzt gleich rüber. Was da der Blaze steht, ist doch nicht mehr witzig. Alter. Warum? Wir haben gar keinen Stein mehr, Alter. Warum bist aber du die gestorben? Anderen haben es doch gemacht. Die haben die ganzen Spawner von den scheiß Dings abgebaut. Ja, genau. Was haben die? Aber dafür muss man erstmal da hinkommen, ne? Die haben die Spawner von den Tränken abgebaut. Ach, von den Tränken sind da auch Spawner? Ja, die sind in den braunen Pilzen oben drin. Das nenne ich ja schon irgendwie so Cheaten. Ja, na klar, ja, man darf. Warum? Ich würde das auch wollen machen. Ja, man darf hier überall alles abbauen, was wir wollen. Das steht nirgendwo, oder es hat niemand gesagt, dass das verboten ist. Aber so, was? Da steht vor der Tür mal ein Zombie. Aber was wirklich. Mama hinter mir die Tür zugleich. Perfekt. Was wirklich kritisch ist, ist, dass wir kein Essen haben. Und durch die Tränke, wenn wir da getroffen werden, einfach dauernd Hunger haben. YOLO Swag. Oh, oh, oh. Läuft bei mir. Ich wollte auch nur die Tür platzieren. Was habt ihr dagegen? Boah, ich bin in der alten Base. Und hier ist noch so viel Eisen, so. Da sind auch noch die ganzen Dias. Ja, das ist außerdem. Wer ist da gerade gestorben? Ich. Ich auch. Scheiß Blazes. Alter, die Tür bringt ja mal gar nichts. Das ist einfach rundrum frei. Ich brauche noch Blöcke zum Zubauen. So. Aber ich habe die Fackeln geholt. Die hattest du nämlich nie mit. So, jetzt haben wir hier auch eine Tür. Und hier machen wir jetzt mal zu. So. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ist schon Tag? Nee. Hm, was ist dem Tarok passiert? Ach so.
Am Anfang war es noch. Ey, gell, wir haben 26. Ah, wir haben schon 26 Wolle, also. Ja. Bringt uns nur leider nichts. Ey, wer hat die Tür aufgelassen? Das Schlimme ist halt natürlich, wenn wir später ganz vorne sind und wir haben halt die letzte und müssen da komplett zurück. Mhm. Boah, wie das gerade kam. Alter, sind da viele Blazes, das geht ja mal gar nicht. Komm, ich renne gleich durch. Soll ich? Au, ja, okay, jetzt nicht. Ja, ich hab mal das Herz, kein Hunger mehr, ey, das, Alter. Ey, das bringt so gar nichts. Warte, ich renne jetzt durch, ich sterb Ja, ich wollte mich halt kurz töten. Ey, würde es nicht Sinn machen, wenn es wieder Tag wird, dass wir unsere ganzen Dias und das ganze Zeug holen? Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich bin drüben, ich bin drüber. Ach, ich auch, yay.